ist eigentlich entstanden, wie kann man einen Baum so zum Funken bringen. Das ist relativ schwierig, so einen grossen Baum mit Weihnachtshuppen zu bestücken. Und so ist die Idee eigentlich entstanden, um ein neues Herz zu generieren, etwas anderes, wie man es sonst kennt. Und speziell ist auch die Größe, die Dimension. Ich glaube, es gibt in dieser Dimension keinen anderen Baum auf der Welt, original, so wie es der aufgebaut ist. Es fängt im Sommer schon an, also im Sommer geht man wortwörtlich in den Wald, läuft im Wald um und sucht die Tannen aus. Das ist nicht immer so einfach, weil die Tannen müssen eine gewisse Größe haben, die müssen eine gewisse Form haben. Ein Naturbaum ist nicht immer gleich, manchmal muss man ein bisschen beschissen, vielleicht noch einen Ast Tannen machen, dass er schön rund wird. Den Baum zu stellen und zu richten, ist nicht ganz einfach. Das ist nicht wie daheim, wo man einfach ein Metallgefäß nimmt, den Baum reinstellt, ein bisschen Wasser gibt. Es muss statisch berechnet werden. Es ist ein so cooles Beton, das überdimensional gross ist. Nachher haben wir Dekorateure, die den Kristall dranhängen. Dann haben wir Lichtmenschen, Lichttechniker, die den Baum ausleuchten. Es ist ganz wichtig, das richtige Licht zu benutzen. Es muss ein Kaltlicht sein, dass man dementsprechend den Effekt hat, dass das auch glitzert. Wenn ein leichter Wind durch den Bahnhof geht, dass man dann sieht, wie das Licht sich wieder spiegelt. Der Reiz ist natürlich enorm. Da kommen schon Leute beim Aufbauen schauen, wie man das anhängt. Und das gibt auch zum Teil die Möglichkeit, dass Leute mithelfen. Der Prozess beim Vorbereiten und beim Erstellen von dem Baum ist natürlich für die Menschen sehr spannend. Es ist nicht so, du kommst da hin und hast etwas fertig, sondern du siehst, wie etwas entsteht. Ja, das Beschneien ist, da geht man einfach mit dem Skyworker natürlich oder mit dem Kranen, das ist eine höhere Höhe, geht man rauf und hat so wie Frau Holle den Schneesack und das wird jedes Mal zelebriert, weil einer darf das machen oder zwei und die freut sich natürlich riesig, nachher den Holle-Effekt durch die Halle durchzugehen. Das ist so ein emotionaler Wert. Das darf meistens der machen, der sich am artigsten benommen hat. Und unten sieht man die ganze Welt und das ist jedes Jahr eine andere Welt. Das ist ein bisschen der Reiz für die Zuschauer, dass es jedes Mal etwas Neues zum Entdecken gibt. Ja, das Besondere von diesem Baum ist sicherlich das Funkeln, weil es ist effektiv, wenn es Licht reingeht, dann hat es so ein bisschen Magic an sich. Und ich meine, es ist einer der grössten, schönsten Bäume und ich darf ein Teil davon sein. Das ist sicher jedes Mal sehr emotional auch.